Lieber Schütze, zwischen 1. und 2. des Monats hast du einen Vollmond in Fische. Dieser Mond kann ein Hinweis dafür sein, dass es Umstände in deinem Leben gibt, die du nicht in der Hand hast. Jegliche Abhängigkeitsformen beinhalten ein gewisses Maß an Schmerz und dies wird dir bald bewusst. Zwischen 2. und 4. des Monats haben wir Venus Opposition Saturn. Ein Vorgang kann frustrierend sein. Themen wie Geld, Einkommen und Beruf sind mit bestimmten Risiken und Ängsten in dieser Zeit verbunden. Im positiven Sinne kann man mit der Hilfe und Unterstützung eines Menschen bei einer ernsthaften Angelegenheit rechnen. Dann hast du am 5. Merkur in Waage eingetreten. Deine gesellige, spontane und empathische Art wird bis zum 26. Monatstag stärker zum Ausdruck kommen. Ein wichtiges Treffen mit Freunden, Kollegen oder Familienangehörigen wird sich ergeben. Dieser Transit ist im Liebesbereich positiv zu bewerten. Zwischen 5. und 9. hast du Sonne Trigon Jupiter. Du bist dabei, ein wichtiges Ziel erfolgreich zu erreichen und aufgrund deiner Arbeit wirst du große Anerkennung von deinen Mitmenschen bekommen. Ein positives Ereignis ist zu erwarten. Am 10. geht Mars rückläufig in Widder. Eine Sache, an die du hart arbeitest oder die du unbedingt umsetzen möchtest, erfordert mehr Mühe als gedacht. Trotz finanzieller Knappheit solltest du motiviert bleiben, offen und lernwillig bleiben. Ja? Das ist ganz wichtig. Zwischen 1. und 12. des Monats bilden Neptun und Sonne eine Opposition. Im Wohnungs- und Familiensektor gibt es eine gewisse Verunsicherung und Unentschlossenheit. Man sollte sich in seiner Planung auf Fakten beziehen. Am 13. läuft Jupiter direkt in Steinbock. Jupiter war seit Mai dieses Jahres rückläufig in diesem Zeichen. Eine Situation, die ins Stocken geraten ist, dürfte bis Jahresende schrittweise sich beschleunigen. Wahrscheinlich steht diese Situation mit dem Thema Finanzen direkt in Verbindung. Zwischen 12. und 15. des Monats haben wir einen Aspekt zwischen Uranus und Venus. Du hast dir vieles mit jemandem vorgenommen oder du stellst dich vieles mit einer Person vor. Es kann sein, dass du oder jemand anders ein Verhältnis führt, in der er sich etwas eingeengt fühlt. Wir haben dann zwischen 16. und 17. des Monats einen Neumond in Jungfrau. Für dich heißt es, in Bezug auf eine Person oder Sache wirst du nicht mehr zögern und du wirst genau feststellen, was du tun musst, um ein Problem zu lösen. Beruflich gesehen gibt es bald neue Chancen und Perspektiven für dich. Zwischen 18. und 23. haben wir Merkur Quadrat Pluto. Deine eigenen Werte und Perspektiven sind nicht im Einklang mit der Gesellschaft und dies kann zu Diskussionen oder Meinungsunterschieden führen. Am 24. und bis 26. haben wir Merkur Opposition Mars. An diesen Tagen bist du etwas nervös, vielleicht auch angespannt. Du solltest deine Energie in gesunden Bahnen lenken. Zwischen 27. und 29. bilden Venus und Mars einen Trigon. In der Liebe hast du eine besonders positive Konstellation. Und dann zum Schluss haben wir Mars Quadrat Saturn. Das heißt, nicht alles, was du dir vorgenommen hast, wirst du wunschgemäß umsetzen können.
Geduld und Verständnis werden dir helfen, negative Gefühle zu meiden. Wenn du anstatt eine allgemeine Aussage eine individuelle Prognose brauchst, mein lieber Schütze, kannst du gerne eine Beratung bei mir buchen. Ich wünsche dir viel Glück für September 2020. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.